Ich stelle heute die Singer Magic Taylor M100 vor. Eine Nähmaschine, die ziemlich aus dem Rahmen fällt. Auf den ersten Blick wirkt sie wie eine Kindernähmaschine. Ich werde mal eine normale Singer Nähmaschine dazustellen, damit man einen Größenvergleich hat. So groß ist eine Singer 338 dagegen, also man merkt schon, hoppla, da muss ich tatsächlich noch ein gutes Stück wegfahren. Das ist wirklich nur ein kleines Maschinchen. Die Maschine hat einige Besonderheiten. Zum einen besitzt sie kein Fußpedal, sondern sie wird nur hier über diesen An-Ausschalter gesteuert. Sie hat keine regulierbare Geschwindigkeit. Das heißt, sie kann nur in einer Geschwindigkeit nähen. Es gibt an dieser Seite hier kein Handrad. Das Handrad befindet sich oben drauf. Hier unten haben wir den Anschluss für ein externes Netzteil mit 12 Volt, 3 Ampere Gleichstrom. Der Nähfuß ist nicht abnehmbar. Er ist fest mit der Fußdrückerstange verbunden. Man sieht, es ist sehr übersichtlich gestaltet. Und sie hat noch weitere Besonderheiten. Was ich am interessantesten finde, ist diese Langschiffchenlösung. Wenn man sich vorstellt, dass Singer diese Maschinen ab 1982 gebaut hat, dann ist das schon eine ungewöhnliche Entscheidung, auf Langschiffchen zu setzen. Ich bewege das mal, damit man das besser sehen kann. So. Eine weitere Besonderheit sind die Nadeln. Und zwar werden Nadeln des Typs 3347 benötigt. Das sind Flachkolbennadeln, die länger sind als normale Flachkolbennadeln. Man sieht das hier. Auf der linken Seite ist eine 3347er Flachkolbennadel. Auf der rechten eine normale, handelsübliche Flachkolbennadel. Man sieht, die üblichen Flachkolbennadeln haben eine Länge von ca. 37, 38 mm. Die speziellen für die Singer M100 haben ungefähr 42, 43 mm. Was wir von alten Nähmaschinen kennen, das sind diese Schiffchen, die Singer verwendet und was sehr Ähnliches. Aus Kunststoff. Dazu kommen kleine Plastikspulen. Man muss schon sagen, winzig kleine Plastikspulen. Diese sind circa 22 mm lang und sehen bespult so aus. Hinter der Frontklappe der Maschine, die insgesamt fast komplett aus Aluminium gefertigt ist. Nur dieser Schieber ist aus Kunststoff, das Rad. Hier verbirgt sich eigentlich eine kleine Zubehörschublade. Man kann sich vorstellen, da passt schon nicht sehr viel Zubehör rein. Als nächstes werde ich zeigen, wie man eine neue Spule aufspult. Man nimmt aus dem Zubehörset diesen Spulenhalter, steckt ihn hier hinten im Handrad in der Mitte auf. Steckt eine Spule auf, biegt hier vorne dieses Kunststoffteil nach unten, steckt eine Spule auf. Man sieht schon, hier passen keine beliebig großen Spulen. Geht durch diese Führung hier oben zur Spule. Und startet den Spulvorgang. Danach entfernt man die Spule und den Halter.
nimmt sich das Schiffchen schiebt die Spule in das Schiffchen, hält die Spule fest und zieht den Faden unter die Feder. So. Hier muss der Faden rauskommen. Die Konstruktion der Maschine ist, wie man sehen kann, sehr, sehr simpel. Es gibt hier einen 12-Volt-Motor, der mit Federspannung an ein großes Gummirad angedrückt wird. Das ist die ganze Übertragung der Kraft vom Motor auf die Mechanik. Das Problem dabei ist, dass sobald das Gummi spröde oder trocken wird oder sobald ein Tropfen Öl oder Fett drauf kommt, der Motor durchdreht. Schauen wir mal. Ja, hier sieht man das sehr schön. Dann dreht der Motor, aber die Maschine funktioniert nicht mehr. Für mich einer von vielen Konstruktionsschwächen. Im Großen und Ganzen ist das Ganze sehr simpel gemacht. Hier oben gibt es eine Führungsschablone, in der Nut wird der Hebel für die Nadel auf und ab bewegt. Hier unten gibt es eine Scheibe, die für eine Hin- und Herbewegung des Schiffchens sorgt. Gleichzeitig wird hier der Transporteur bewegt in einer voreingestellten Bewegung. Das heißt, auch die Stichlänge lässt sich nicht variieren. Es gibt auch keinen Rückwärtsgang. Und an dieser Stelle wird dann das Kunststoffschiffchen eingesetzt mit der Spitze nach rechts und fährt, hoppla, und fährt an der Nadel vorbei. Der Oberfaden wird dann folgendermaßen eingefädelt. Das Garn wird hinter diesem Metallstift vorbeigeführt, durch die beiden Fadenspannungsscheiben, die nicht entlastet werden, wenn man das Füßchen hebt, und die in ihrem Druck auch nicht variierbar sind. Dann hier oben durchgelegt. Und dann wird der Faden von vorne nach hinten durch die Nadel gefädelt. Die Flachkolbennadel, die extra lange, wird mit der flachen Seite nach hinten eingesetzt. Zum Einlegen des Schiffchens und des Unterfadens öffnet man diese Abdeckung. Füßchen nach oben. Die schwarze Kunststoffhalterung in die Position ganz links. Und dann wird das Schiffchen mit der Spitze nach links und mit der Metallfeder nach oben eingelegt. Zum Hochholen des Unterfadens hält man den Oberfaden fest. Wir machen hier mal zu. Dreht das Handrad im Uhrzeigersinn eine Runde. Zwei Runden. Jawohl, da ist er. So. Und schon kann die erste Naht genäht werden. In diesem Wunderwerk der Technik werden wir jetzt mal eine erste Probenaht machen.
Die Maschine ist tatsächlich so laut. Aber sie näht. Tatsächlich. Tja, mein Resümee zu dieser Nähmaschine, eigentlich müsste ich jetzt Anführungsstriche um das Wort Nähmaschine machen. Also ich finde, sie ist einer etwas frustrierenden Kindernähmaschine näher als einer echten Nähmaschine. Die gesamte Konstruktion ist sehr simpel gehalten. Die Plastikschiffchen und Plastikspülchen mit dem Plastikhalterchen machen einen nicht wirklich zufrieden. Der Motor ist laut. Man kann kaum etwas einstellen. Also dafür, dass Singer diese Maschine extra entwickelt hat. Diese wurde in Frankreich gebaut, 1985. Die Magic Taylor wurde 1982 auf den Markt gebracht. Frage ich mich, warum man nicht eher auf eine Nähmaschine von Singer gegangen ist, die wenigstens ein bisschen mehr Komfort bietet. Also, es ist sehr rudimentär alles. Es ist laut. Es funktioniert nicht wirklich zuverlässig. Ich habe einige Anläufe gebraucht, bis alles korrekt eingefädelt war, trotz Anleitung. Ein interessantes Stück, aber keine Maschine, die ich mir kaufen würde. Und meiner Meinung nach auch keine Maschine, die man seinen Kindern geben sollte. Ich hoffe, Sie hatten Spaß an diesem Video. Ich würde mich über ein Abo von Ihnen freuen. Und wenn Sie über neue Videos benachrichtigt werden möchten, dann drücken Sie unten rechts die Glocke. Vielen Dank.